Willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Ja, hier mal was ganz anderes, als ihr von mir gewohnt seid. Ich habe mir nämlich überlegt, ich werde mal so zwischendurch, nicht regelmäßig, hin und wieder mal und sofern es auch zu den Genehmigungen gehört, über die ich verfüge, zeige, was ich so, ja, ansonsten umzocke oder gelegentlich mal zocke. Ich bin ja nicht so der Dauerzocker, außer bei Minecraft eventuell. Und selbst da hält sich das momentan in Grenzen. Ja, zwischendurch halt mal so ein paar andere Sachen. Und ich habe einen starken Retro-Drang zu meinen Jugendzeiten. Und das hier passt da wunderbar hinein. Ja, so ein Space Invaders auf neu gemacht und saugut, muss ich sagen. Laber mal nicht groß drumherum. Ja gut, im Gegensatz zu früher. Früher war es ja so, wenn man solche Spiele spielt, man zockt, bis man tot ist und fängt dann wieder von vorne an. Ja, und das ist natürlich mittlerweile nicht mehr so. So auf Retro gemachte Spiele machen das eigentlich nicht mehr. Man sieht hier, ich könnte jetzt in einem höheren Level anfangen, ne, weil ich das erste schon geschafft habe. Da sieht man auch, dass ich es nicht so oft zocke. Ich zocke es sehr gerne, aber nur zwischendurch mal. Ja, gut, wir fangen einfach mal an, weil das ist, gerade am Anfang, ist das noch ziemlich, ja, öde will ich jetzt nicht sagen, aber etwas langwierig. So in der Art mit, ich hätte jetzt beinahe gesagt, schlechteren Grafik, aber hier kann man ja gar nicht von guter Grafik reden, waren die Spiele damals. Zu meiner Jugendzeit haben wir in sowas hier noch die gute alte D-Mark in Spielautomaten gesteckt. Da ist so manch eine D-Mark bei draufgegangen, sage ich euch. Und ja gut, das... Das hier ist zum Beispiel eher neuer, sowas konnte man damals nicht. Es ging dann wirklich um das, was man hier jetzt sieht. Space Invaders wäre das hier, wie gesagt. Ein paar Aliens, die die Erde angreifen und da so, wie das hier auf dem Bildschirm gerade ist, von oben nach unten runterkommen und man sie abballern muss, bevor sie unten angekommen sind oder einen selbst abballern. Wird natürlich mit der Zeit schneller und schwieriger. Hier die ersten Level, ja, super, ich will jetzt nicht sagen ätzend, aber unangenehm, weil man wenig Schuss zur Verfügung hat. Man hat immer nur einen Schuss, der entweder erstmal sein Ziel treffen muss oder oben aus dem Bildschirm rauskommen muss, bevor man nochmal schießen kann. Das ändert sich aber im Laufe der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, ob das früher... Ja doch, früher hat sich das auch geändert. Aber nicht so, wie hier jetzt gemacht ist. Hier kann man halt bei dem hier Upgrades kaufen. In Abhängigkeit von dem Cache. Oben seht ihr neben der Punktzahl eine Cache-Zahl. Damit kann man sich Upgrades kaufen. Was hier auch ein bisschen anders ist als bei anderen Spielen. Man kann sich über diese Upgrades zum Beispiel Schilde kaufen, was ja nichts Neues ist. Aber... Man hat hier keine Leben im klassischen Sinne, sondern... Boah, treffe ich den nicht, verdammt nochmal. Also. Sondern man hat... Ich habe aktuell 4 Schilde, wovon ich eins schon gekauft habe, glaube ich. Wenn diese Schilde weg sind, ist das Spiel vorbei. Und das gab es so natürlich auch nicht. Oder ist nicht gerade alltäglich, sagen wir es mal so. Den will ich... Mist! Da ist mir Geld abgezogen worden, weil ich den Kerl nicht gefangen habe. So, auf jeden Fall, wenn die Schilde weg sind, ist das Spiel vorbei. Game over. Nichts geht mehr. Man kann also sein Game over hinauszögern, wenn man genug Kohle hat, indem man immer wieder Schilde nachkauft. Was auch sehr empfehlenswert ist, weil das wird doch wirklich schwer. Das hier jetzt im Moment, das ist ja einfach nur so ein bisschen... Ja... Popliges hin und her rückeln. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Joystick, es ist ja die Maus. Damals waren es Joystick. Oder heute würde man es Gamepad nennen.
Hoffentlich habe ich bald einen zusätzlichen Schuss. Das ist ja... Ja. Ich möchte ungern ätzend sagen, weil ich finde das Spiel cool. Mal ein bisschen Gunpower noch dabei. Oh, ich bin mal gespannt, wie lange das hier wird, weil ich möchte hier keine Let's Play-Reihe draus machen. Speziell bei... Mist! Arschloch. Ja, das kommt davon, wenn man weiter quatscht. Speziell bei dem hier. Ich weiß nicht, ich stelle mir das nicht so super interessant vor, zuzugucken. Zum zu sehen, was macht der sonst so und was gibt es so, finde ich das ganz toll. Ne, jetzt aus Zuschauersicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da jetzt Interesse hättet, da eine richtige Let's Play-Reihe draus zu sehen. Deswegen habe ich das nicht vor. Ich meine, ihr könnt ja mal was dazu schreiben, ob euch das vielleicht doch interessieren würde. Vor allem, hier gibt es auch noch einen zweiten Teil von dem Spiel, den ich dann eventuell auch noch zeigen werde. Den habe ich aber aktuell selber noch nicht gespielt, weil ich hier erstmal weiterkommen möchte. Ja, Treffer. Und dich auch noch. Dich will ich auch noch. Komm. Jawohl. Ich will die Kohle haben. Wegen den Upgrades. So, die eben erwähnten Shields. Das hier sind halt die Shields, das Leben im Endeffekt. Gunpower, ne, ihr habt gerade schon gesehen, es gibt Gegner, wo man zweimal treffen muss oder sogar dreimal später oder noch öfter. Das kann man mit dem Power des Schusses natürlich erhöhen. Extra Bullets, das ist mein derzeitiges Ziel, dass wir noch einen zweiten Schuss kriegen. Geht, glaube ich, hoch bis 4 oder so. Ja, da sind es 4. Smart Bombs. In der nächsten Welt sehr wichtig teilweise. Da kann man eine Smart Bombe zünden, da werden alle Gegner auf dem Bildschirm gekillt. Add-ons habe ich gestern erst entdeckt, als ich mal eben ein bisschen gezockt habe. Das war das erste Mal, dass ich so viel Kohle hatte. Dann bekommt man hier noch, man sieht es sogar, hier, jetzt wird es gerade eingeblendet, werden an dem Schiff noch Sachen angebaut. Das sind zusätzliche Schüsse. Hier bei den oberen weiß ich es nicht, aber das links und rechts, das sind zusätzliche Schüsse. Recharge habe ich auch einmal gekauft, aber noch keine Wirkung entdeckt. Hab dann mal gegoogelt, das scheint so zu sein, als würden die Zusatzanbauten, die Add-ons, über Recharge stärker. Weiß ich noch nicht. Das ist aber auch ein teurer Spaß, werden wir wohl hier, zumindest in diesem Video, nicht zu Gesicht bekommen. Ja, ihr seht schon, es wird etwas schneller. Mittlerweile. Und ja, ich wünschte, ich hätte den zweiten Schuss schon. Ah, Mist, den soll man natürlich nicht abschießen, sondern einsammeln, den Kerl. Das gibt ordentlich Cash. Ich will dich haben. Ja, Mensch. Baller mal halt den da. Zap. Der gibt auch ordentlich Cash. Wenn ich die jetzt mal treffen würde. Ich möchte ja möglichst viel in... Ja, was heißt möglichst viel? Also zumindest den ersten Endgegner möchte ich euch mal zeigen. Und ja, hoffe mal, dass das nicht zu lange dauert, wenn ich zu dem Kerl bin. Allein das Gequatsche schon. Aber das hier sind so Zwischensequenzen. Man muss alle UFOs treffen, um einen Bonus zu bekommen. Was gerade hier am Anfang mit diesem einen Schuss nahezu unmöglich ist. Ich habe es erst einmal geschafft. Hat auch einen Erfolg dafür gegeben. Oh, 75% ist gar nicht schlecht. Oh, eine Smart Bomb erhalten. Cool. Das ist natürlich nice. Ja, das sparen wir. Wir haben 830. Ich will den extra Schuss haben. Aber die Smart Bomb brauchen wir noch nicht. Jetzt habe ich mich wieder selber rausgebracht. Diejenigen, die mein Minecraft Let's Play kennen, kennen das ja auch, dass ich das gelegentlich mal schaffe. Aber hier, das ist auch ja, ist so eine Sache. Ne? Das sieht nicht so aus, aber man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Und dabei dann weiter labern, ist natürlich so eine Sache für sich. Ja, jetzt kommt das wieder zum Vorschein mit diesen einzelnen Schüssen. Was doch etwas unangenehm ist. Ja, den hätte ich gern noch gehabt. Den da oben hätte ich auch gern. Jawohl.
Ihr seht da gerade, ja, oben links, können wir auch mal erwähnen. Ihr habt es gerade auch an der Punktzahl eventuell gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt. Ein Bonus, der halt die Punktzahlen und auch den Cash. Da haben wir die extra Bullets. Jetzt kann ich zwei Schüsse um losschicken. Das ist doch ein wesentlich flüssigeres Spiel. Idiot. Und Multiplayer abgeschaltet. Mist. Ja, Multiplayer gibt halt doppelte Punktzahl. Wenn man doppelt hat oder sogar vierfach. Ich glaube, mein höchstes war mal sechsfach. Und auch beim Cash sieht es so aus. Von daher eine nicht unwichtige Sache, dieser Multiplayer. So, jetzt kaufen wir mal ein Schild. Vor allem, wenn man die Add-ons haben will. Und die braucht man später. Ah, den noch nicht abknallen. Da kommt ordentlich Geld runter. Wie gesagt, das hier ist angelehnt an Space Invaders, wo ich wirklich gesuchtet habe damals am Automaten. Neben Saxon, falls das jemand kennt. Oder Phoenix. Man soll die alten Sachen ausgraben, was einem da wieder in den Sinn kommt, wenn man jetzt mal sowas hier in der Richtung zockt. Hier wird es auch schon wieder interessanter, wie ihr seht. So geht das auch. Nein! Ah, Mann! So geht das eigentlich auch ständig weiter. Es wird permanent irgendwie schwieriger. Ja, weil die Gegner schneller sich da hin und her bewegen. Die haben zwar feste Routinen, wo sie langlaufen, aber... Ja. Verdammt. Ja, jetzt wäre natürlich die Schussverstärkung sehr gut. Na ja, also, haben wir ihn doch. Brauchen wir Schilder? Ne, holen wir eine Schussverstärkung. Ja, hier wird es nämlich schon lustig. Die kommen verdammt weit runter, die Jungs. Das wäre jetzt auch so ein Fall gewesen, wo man die Smart Bomb sehr gut einsetzen kann. Dann hätte ich jetzt meinen Bonus-Multiplier nicht verloren. Naja. Ich will ja, wie gesagt, euch in erster Linie hier nur mal bis zum ersten Endgegner zeigen. Na, jetzt schmeißen die einem schon so Granätchen, so Minen da unten hin, die mit der Zeit explodieren. Oder wo man nicht reinfliegen soll, darf. Das verlorene Schild ist dann noch relativ nebensächlich, zumindest hier am Anfang. Aber man verliert halt seinen Bonus-Multiplier. Den ich aktuell sowieso nicht habe. Extra Bullets, da kaufen wir sie nochmal. So, jetzt haben wir drei Schuss, jetzt wird's lustig. Den will ich haben. Aber was die da runterkotzen, ist auch schon nicht mehr feierlich. Da seht ihr schon, es wird richtig anspruchsvoll, je länger man, je weiter man kommt. Und hier die ersten Level braucht man ja, wenn man sie einmal durch hat. Also wenn man einmal den ersten Endboss belegt hat. Theoretisch nicht nochmal spielen, von daher kann man demnächst dann... Ach nee, da kommt... Ich hätte Steam abschalten sollen. So, da haben wir wieder so ein Zwischending. Besonders gemein, wenn die mittendrin mal die Richtung wechseln. Ah. 71%. Ich weiß nicht, ab wann es einen Preis gibt. Also 75 gerade. Kaufen wir ein Schild? Kaufen wir ein Schild? Ja, wir kaufen ein Schild. Komm. Wir haben Bonus-Multiplayer schon wieder bei 3. Da bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen, ob man den immer bekommt beim nächsten Level. Ich glaube ja, kann ich aber noch nicht mit Sicherheit sagen. Ihr seht schon, es wird wesentlich zügiger. Es wird aber auch schwieriger, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Das ist auch so ein nicer Effekt hier. Den will ich haben. Ah, ja. Komm. Was machen die hier für Kugellage? Skill-Bonus mal 4, super.
Komm. Jetzt müssten wir an und für sich so rein vom Gefühl her auch langsam Richtung Endgegner kommen. Brauche ich ein Schild? Brauche ich ein Schild? Nein. Nein, sparen wir für Gunpower, glaube ich. Oder für ein Add-on. Das wäre natürlich super nice, wenn ich euch das noch zeigen könnte. Aber wir sind schon bei 15 Minuten. Ich fürchte, die meisten haben jetzt eh schon abgeschaltet. Ah, Mist! Und wir sind noch nicht beim Endboss, aber der kann nicht mehr lange dauern. Der kann nicht mehr lange dauern. Komm, Bandpower. Naja, ein Add-on werde ich euch wohl nicht mehr zeigen können. Müsst ihr mir dann einfach... Ja, ich sag... Ich bin nicht mal drauf angesprochen worden, dass das falsch war. Ich sage, müsst ihr mir glauben. Ich neige immer dazu. Ihr müsst mir natürlich nicht glauben. Ihr solltet mir glauben. Wenn ich euch sage, dass das richtig nice ist, dann... Oh, ich glaube, ich brauche Schilder. Oh, Alter. Vor lauter Quatscherei. Ich weiß nicht, wie weit bleibt das denn? Dauert das denn noch bis zum Endboss? Ich möchte ihn euch zeigen. Aber jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob man beim Endboss die Smart Bomb gebrauchen kann. Ich glaube nämlich nicht. Es müsste aber langsam kommen. Dann kommen wir sicherheitshalber noch Schilder. Nee, er kommt immer noch nicht. Komm, 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 komm. Da kommt er. Der erste Endboss. Wenn man nicht gut ausgerüstet ist, ein richtig harter Brocken. Ich meine, auch so ist er nicht ganz unheikel. Das erste Mal bei dem war, habe ich ihn ganz kläglich versagt. Aber wie man sieht, er ist gar nicht so schwer, wenn man sein Schiff schon gut aufgerüstet hat. Weil das war's schon. Wunderbar. Habt ihr den also auch gesehen? Na, gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Ah, Mist. Das habe ich natürlich jetzt ungern gehabt. So, und da kommt noch eine andere Sache ins Spiel jetzt. Ihr habt es gerade kurz gesehen. Moment, ja, komm, macht weiter. Komm, 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 komm. Ach so, jetzt kommt das erst. Da kam nämlich jetzt gerade noch was runtergefallen, diese Meteoriten, die so in Vektorgrafik da runtergeplumpst sind. Das sind keine wirklichen Gegner, die tun einem nichts. Also die tun einem schon was, aber sie schießen halt nicht. Und die blöden Dinger stören insoweit. Komm, da machen wir die Smart Bomb. Zack. Habt ihr die Smart Bomb auch noch gesehen? Jetzt kommt natürlich so ein Meteorit nicht. Kommen die nicht in jedem? Ich dachte, die kämen jetzt immer. Da kommen sie. Die dürfen einen natürlich nicht treffen. Sind aber gar nicht so das Problem. Das Hauptproblem an den Dingern ist... Boah, volle Schilder, wie geil. Dass wenn man sie trifft, sie sich spalten. Und das erinnert mich doch sehr stark an, wie hieß denn das Spiel? Wird das laut im Moment? Kann ich mir jetzt gar nicht mehr, wie hieß denn das? Missile Command, glaube ich, hieß das. Das ist also auch noch so ein Retro- Touch im Retro-Spiel. Also hier wird echt Tribute an diverse alte Spiele gemacht bei diesem Game. Und das macht Pupkin Games. Die heißen doch, glaube ich, Pupkin Games. Also zumindest so irgendwie der Art. Also alles, was ich bisher von denen so entdeckt habe, sind wirklich so Tribute-Geschichten an früher. Gefällt mir unheimlich gut, was die produzieren. Ah... Ja, wenn der ganz unten ankommt, dann ist es natürlich auch schappi.
Ich habe noch nie mit vollen Schilden gearbeitet. Ist ja hart. Und wir sind schon bei 20 Minuten. Super. Das wäre was für eine Smart Bomb gewesen, die ich jetzt leider nicht mehr habe. Ja, Multiplier deaktiviert. Super. Na gut, wir müssen aber eh zum Ende kommen, würde ich sagen. Das sieht aber jetzt aktuell nicht so aus, als würde ich sterben. Na, gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Eventuell mache ich da Scheiße. Jetzt habe ich auch gerade von lauter Quatscherei nicht drauf geachtet, ob ich ein Schild hätte. Eine Smart Bomb hätte kaufen können. Weil die ist jetzt bei diesen Leveln hier wirklich zwischendurch vonnöten. Und ein Add-on hätte ich nach wie vor gerne. Aber, na gut. Ja, schon. Ja, komm, komm. Ja, Mist. Da kommt mein Addon, seht ihr das auch noch, obwohl wir schon totale Überlänge haben und ich eh glaube, dass die meisten schon abgeschaltet haben. Ah, so. Ja, Gefahr an diesen schnelleren Schüssen und Add-ons ist natürlich, dass man diesen kleinen Fallschirmspringer da, den man ja eigentlich retten soll, ruckzuck abgeballert hat. So. Aber ihr seht schon, wie das jetzt abgeht. Stellt euch mal vor, auf der anderen Seite wäre noch so ein Ding. So, jetzt kaufen wir mal so ein Smart Bomb. Ja, wie gesagt, das wird auch irgendwann nötig. So. Richtig fun, richtig fun macht das. Also zumindest mir, als Spieler der etwas älteren Schule. Na. Der ist natürlich einfach nur nervig da. Jawohl. Ne, wir sparen, wir haben genug. Ja, dann geht das doch auch richtig zackig, wie man sieht. Und jetzt wird's auch richtig funny. Wenn auch... Vielleicht... Ich weiß nicht, ob man das so wahrnimmt, wenn man einfach nur zuguckt. Konzentration ist da schon nötig. Und es ist... ist schwerer, als es aussieht. So. In Bezug auf früher... Wie gesagt, muss man sich mal vorstellen, dass man hier grundsätzlich von vorne wieder anfangen müsste, wenn man hier stirbt. Und wir dafür auch wirklich eine D-Mark in den Automaten geschmissen haben. Das ist das, was ich meinte, als ich im Minecraft-Let's Play mal sagte, früher waren die Spiele schwieriger. Da gab es diese Safe-Stände nicht, wie sie heute bekommen. Wie sie heute üblich sind. Und das, jetzt habe ich das Ding nicht eingesammelt. Und dadurch wird natürlich viel vereinfacht durch diese Safe-Stände. Ich habe es auch schon mal angemängelt, obwohl ich es selber nicht mehr wissen möchte, dass die Spieler durch diese Checkpoints und jederzeit safen und so, so weit verwöhnt werden, dass sie fauler werden, was sich auf viele Sachen auswirkt. Was ich in WoW zum Beispiel schrecklich finde, das kommt einfach durch solche Sachen. Andererseits war Blizzard Extra Shield sehr schön. Blizzard gezwungen, sowas einzuführen, wie es jetzt ist. Weil die Leute schon verwöhnt sind. Aber na, muss man nicht weiter darüber diskutieren. Puh. Wie weit sind wir eigentlich schon? 25 Minuten? Ja, dann sollte ich doch
entweder langsam mal krepieren oder noch ganz schnell den Endboss erreichen. Ich ziehe es jetzt einfach mal durch bis 30 Minuten. Ah, Mist. Auch wenn ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass die meisten schon längst ausgemacht haben. Aber mir macht Spaß. Und selbst wenn ihr nicht das ganze Video gesehen habt, sondern nur am Anfang und das okay fandet, habe ich doch mein Ziel erreicht. Ja, Schilder. Alter, Alter! Wow. Da war zu sehen, ohne Smart Bomb hätte ich ein dickes Problem gehabt. Und verzeiht mir, wenn ich jetzt ruhiger werde. Aber ihr seht ja, was hier abgeht. Ja. Zusehen, dass man trifft. Zusehen, dass man nicht getroffen wird. Und vor allem dann nebenbei auch noch gucken, dass man da unten nicht in irgendwas reinrennt. Erfordert schon einiges an Konzentration, wo das Quatschen sehr hinderlich ist. Ah. Und ich baller immer die Fallschirmspringer ab. Das ist natürlich super kacke. Alien Mothership. Okay, dann habt ihr das auch noch gesehen. Den habe ich allerdings noch nie überlebt hier, den Kerl. Oh, seht ihr warum? Naja, Drecksack ist das. Und ich müsste mehr Schilder haben für den. Ja, das ist noch ein Treffer und ich bin weg. Ja, Mist. Okay. So viel dazu. Viel zu lang geworden, das Video. Aber egal. Würde mich freuen, wenn ihr dazu was schreibt, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ein Let's Play will ich nicht draus machen. Ich wollte es halt mal zeigen. Und es wird eine so eine Reihe von... Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie ich es nenne. Ich glaube wahrscheinlich Let's Play Retro Style oder Let's Retro Style. Ne? Obwohl Let's zwischendurch vielleicht angebracht wäre, weil es ja keine Reihe von einem speziellen Spiel wird. Keine Ahnung. Wie sieht ihr übrigens? So oft habe ich es noch gar nicht gespielt. Ist immer nur so zwischendurch. Deswegen eventuell auch Let's zwischendurch. Naja, ich denke aber mal eher Let's Retro Style. Und dann war das die erste Folge von Let's Retro Style. Mal gucken, welches Spiel wir da beim nächsten Mal nehmen. So ein, zwei Genehmigungen habe ich dann noch. Und ja, wenn es irgendeins von diesen Spielen so ankommt, dass ihr sagt, Mann, das musst du Let's Playen, lasse ich mich vielleicht dazu überzeugen. Aber ich glaube eher nicht. Es wird halt so ein paar Dinger, die ich zwischendurch mal zocke, werde ich da mal zeigen. Ja, mir macht Spaß, euch gefällt es hoffentlich auch und vielleicht entdeckt ihr dadurch ja sogar so ein bisschen auch Liebe zu Retro-Indie-Games, wie ich es habe. Und das Ding hier zum Beispiel kostet nicht viel. Ich habe Steam-Angebot 2 Euro irgendwas, glaube ich. Es kostet aber im Normalfall, weiß ich gar nicht, 6 Euro, 8 Euro, wenn überhaupt. Ja, das ist auch noch nicht mal die Rieseninvestition. Na gut. Ich wünsche euch was. Bleibt mir gewogen, bleibt mir treu und ja, Daumen rauf, Daumen runter wäre nett. Obwohl ich mir grundsätzlich abgewöhnen wollte, das zu erwähnen. So, bis zum nächsten Video. Tschüss.